Guten Morgen zusammen. Es ist mittlerweile schon 9.30 Uhr, aber es klart jetzt erst so ein bisschen auf. Immer noch nicht so richtig, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Daher lege ich jetzt erst los. So ein kleines Problem gibt es wohl mit den Fähren. Heute ist der 30.08.2021, genau. Und ab dem 30. stellen so diverse Fähren den Betrieb ein. Das habe ich im Vorfeld nicht gewusst und muss daher die Route so ein bisschen umplanen. Aber nicht dramatisch, heißt nur, sind mehr Kilometer auf der Straße, da durch diese Fähren ja schon etliches eingespart werden kann. Und was da jetzt noch so kommt, werdet ihr dann sehen, wenn ihr mögt. Natürlich. Ja, jetzt roll ich und es wird mehr oder weniger erstmal wieder ein Roadmovie, weil ich einige Kilometer jetzt hier über die Straße möchte. Da ich Landstraßen gewählt habe, wird es halt ein wenig länger dauern, aber dafür ist es auch umso schöner. Wobei Landstraße immer relativ ist. Es gibt hier teilweise ja nur die E13, ist das, glaube ich. Und selbst die ist ja eigentlich über Land größtenteils. Was hatte ich gestern ein Glück, wo ich auf dem Prall gestollen war, dass morgens schon so ein super Wetter und Fernsicht war. Heute, wie ihr seht, sieht man nichts. Ja, hier kann man rüber nach Stavanger. Was ich mir aber schenken möchte, weil Großstadt muss ich jetzt nicht haben. Steht bei den meisten auf dem Reiseplan Stavanger, bei mir nicht zwingend. Manchmal ist das mit dem Navi komisch. Jetzt hat es mich hier nach 3-4 Kilometern in den nächsten Kreisverkehr gelotst und sagt dann vierte Ausfahrt und jetzt fahre ich im Grunde wieder zurück. Warum das Ganze? Keine Ahnung. Ich schaue mir das jetzt mal bis zum nächsten Kreisel an, ob da irgendwas Besonderes ist. Wenn nicht, werde ich das Navi wohl mal ignorieren und kurz nach Karte fahren. Bei 10 fahren. Tja, jetzt hat er mich hier zurückgeschickt, um mich dann ab hier wieder auf eine mautpflichtige Straße zu schicken. Warum auch immer. Der 13 folgen. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Hier im Tunnel geht es auf jeden Fall deutlich runter. Ich muss immer wieder runterbremsen, damit ich maximal diese 80 km/h fahre. Ansonsten wären ja auch locker 100 möglich, nur im Rollen. Kennt auf dem Navi, glaube ich, ganz gut, dass man hier einmal komplett unter dem Lüsefjord herfährt. Und zwar, so wie ich das verstehe, 13 Kilometer. Und 13 Kilometer unter Wasser ist schon eine Hausnummer, finde ich. Hier wird es interessant. Kommen so Beleuchtungen. Vielleicht das Zeichen sein, die Hälfte ist geschafft. Ab jetzt geht's aufwärts. Ich muss nämlich gerade ein bisschen Gas geben. Aber ist schon ein bisschen merkwürdig, irgendwie hier so lange unter Wasser in einem Tunnel zu fahren. Weil das ist ja schon eine ganz schöne Masse, die hier von oben her so drauf drückt, denke ich. Total schwachsinnige Gedanken. Ja, ich weiß, aber... Was soll man gegen Gedanken machen? Schaut euch das mal an hier mittendrin. Wie eine blaue Höhle. Also so graublau. Das war ja spooky. Laut dem Navi geht es jetzt auch noch unter einem Berg her. Jetzt geht es richtig steil hoch. Ich fahre im fünften Gang und merke,
Kenobi ja immer langsamer wird und sich schon anstrengen muss. Ja, ich muss jetzt auch erst runterschalten. Ja, hier geht's jetzt Richtung Stavanger weiter. Obwohl ich da gar nicht hin wollte. Jetzt kommt man kurz raus. Mal hören, was das Navi erzählt. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen und auf die 13 fahren. Das kriege ich hin. Und der nächste Tunnel. Der geht nur 6,2 Kilometer und kostet, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, 8 Euro. In 5,5 Kilometern rechts abfahren. Da möchte ich nicht wissen, was der lange Tunnel davor gekostet hat. Ja, man könnte sagen, ich bin jetzt auf der Stadtautobahn von Stavanger. Was anscheinend hier in Norwegen richtig populär ist, ist BMX-Fahren und Skateboard-Fahren. Hier sind überall solche Anlagen und ich finde die richtig gut. Da hätte selbst ich Spaß dran. Nur leider das falsche Fahrrad mit. Ja, wie ihr sehen könnt, bin ich mal ein bisschen weg von der Straße. Irgendwie ist mir ein bisschen mulmig im Magen. Ich gönne mir mal. Wenn möglich, bitte wenden. Ja, ich gönne mir mal ein Päuschen, sofern das hier irgendwie möglich ist am Wasser. Ne, ist es nicht, da darf man nicht weiterfahren. Ja, okay. Auf Sicht fahren ist ein bisschen schwer heute mit dem Nebel. Jetzt gerade klart es mal kurz ein bisschen auf. Und ich habe auf dem Navi gesehen, dass hier wieder so ein See ist oder ein Fjord und dachte, da fahre ich mal eben ran. Aber dann nehme ich's nächste. Ich stelle mich irgendwo ans Wasser und guck mal einen Moment weiter. Ich bin jetzt ja mittlerweile hier komplett weg von dieser Touristenroute und muss sagen, dass das Landesinnere auch sehr schön ist. Meistens nicht so aufgehübscht. Aber trotzdem alles immer sehr gepflegt. Auch diese größeren Bauernhöfe hier, so wie rechts gerade. Echt immer schön, sowas zu sehen. Und landschaftlich ist es so ein Wechsel zwischen ja, grünen Wiesen, Felsen und gelegentlich kleinen Gewässern. Wer sich fragt, wie es meinem Magen geht, nicht sonderlich. Ich habe das schon beim Aufstehen gemerkt, irgendwie war nicht so richtig rund alles heute. Erstmal Käffchen getrunken, wollte auch gar nichts essen eigentlich. Habe dann doch gegessen, weil ich so ein bisschen Kreislaufprobleme hatte. Irgendwie läuft es heute noch nicht so ganz rund. Mal schauen. Ein schönes Plätzchen zum Stehenbleiben hatte ich jetzt noch nicht, weil ich ja doch gerne am Wasser stehen würde. Wenn sich das ergeben sollte, werde ich das gerne nutzen. Ja, jetzt wird es auch wieder nebeliger, wenn ich hochkomme hier. Mal die Kamera wieder weglegen. So schäbig wie es zu fahren ist mit dem Nebel und diesen serpentinartigen Straßen, so schön ist es gleich von der Landschaft. Irgendwie hat das was. Und natürlich auch hier diese Bauten am Rand. Nicht zu verachten. Hier geht's rechts nochmal über abbiegen in die Straße Figgenweilen. So eine kleine Brücke, bevor es nach Figgenweilen geht. Genau. Ja, hier kommen nicht so oft Touristen durch, behaupte ich einfach mal. Wissen tue ich es nicht. Aber man wird schon ein wenig komisch angeschaut, wenn man hier mit dem ortsfremden Kennzeichen durchfährt. Ist wohl nicht die übliche Route, die man nimmt. Aber ich finde es schön. Rechts von mir ist ein Fluss, den seht ihr jetzt leider nicht. Habt ihr ja vorhin an der Brücke kurz gesehen. Aber das sieht immer mal wieder ganz nett aus, so wie da jetzt gerade.
Hier ist jetzt gerade wieder so ein Stück, wo man schön am Fluss herfährt. So, ich bin jetzt gerade in Suleskavägen, wenn ich das richtig ausspreche, und mache hier das Päuschen, was ich mir so vorgestellt habe. Mehr oder weniger. Ich stehe nicht ruhig am See, aber ich stehe zumindest am See. Schaut mal hier mit dem Nebel. Hat auch ein bisschen was Mystisches wieder. Die Sonne kämpft sich durch. Schaut euch das an. Und auf der Seite ist es schon blau. Das ist sehr schön, das ist sehr schön. Dann sieht man auch gleich wieder mehr von der Landschaft. Auch diese Straßen gehören dazu, wenn man über Land fährt. Und das ist keine Abkürzung, wie gesagt, offizielle Straße. Oh, hier sitzt schön so ein Hütehund. Ja, er passt auch auf. Schaut euch das mal an. Und das wäre bei dem Nebel halt nicht sichtbar gewesen. Deswegen ist das so jetzt deutlich angenehmer. Und wenn man mal hier jetzt auf dieser Nebenstraße sich das Umland anschaut. Ist das nicht ein wunderschönes Land? Dort in die Richtung, dann diese schroffen Felsen überall. Auch dort, wo der Nebel jetzt gerade noch aufsteigt, sieht es toll aus. Hier führen die Straßen dann auch mal mitten durch solche Höfe durch. Ist das nicht klasse? Runter, ja, ich nehme mal die Kamera rein, damit ihr mich auch hört. Da gerade runter geht jetzt die offizielle Straße weiter. Ich bin ein bisschen am Zweifeln, ob ich nicht vielleicht doch lieber die nehmen soll. Aber es wird schon passen. In die Richtung ist ja auch die befestigte Straße. Also geht's weiter runter. Ja, man sollte schon langsam machen, nicht dass hier in der Mitte noch irgendwo ein Stein liegt oder so. Das wäre natürlich übel. Auch hier geht es wieder mitten über einen Hof. Hier ging vorhin jemand her, der guckte nur einmal kurz und ist dann weitergegangen. Ist wahrscheinlich normal, dass die Leute hier drüber fahren. Die kennen das schon. Rechts abbiegen auf die E39. Hier? Nee, bestimmt noch einen weiter. Ja, und hier geht's wieder runter. Richtung befestigte Straße. War ein toller Abzweig. Also gerne mehr davon. Wenn man hier so runterkommt, herrlich, oder? Das ist so unglaublich, wenn man hier vorbeifährt. Leider geht keine Straße da links rein. Aber
rechts rein gegen eine Straße und dort unter mir ist auch das Wasser. Und deswegen denke ich einfach mal, dass das irgendwo hier auch hinführen wird. Auch wenn das Navi mir gerade anzeigt bei dem Klingelton, hier endet die Straße. Aber das kann ja eigentlich nicht sein. Jetzt kam mir gerade jemand entgegen. Gott sei Dank konnte der dann ein Stück zurücksetzen und da halten. Sonst wäre es für mich echt schwierig gewesen, hier 1,5 Kilometer zurückzufahren. Schön. Aber ich lasse mich jetzt hier einfach mal treiben. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich weiß nur, dass es wunderschön aussieht überall. Hört ihr das? Herrlich. Und da in der Mitte des Bildes müsste die Möglichkeit sein, dass ich mich ans Wasser stelle. Hier kommt wieder so ein Gitter. Oh, da liegt sogar eine Radkappe neben. Also da muss man echt vorsichtig sein. Weil da rüttelt es einen ganz kräftig durch. Und da sind manchmal auch rechts und links so scharfe Kanten an der Seite. Also Vorsicht! Ja, wie ihr sehen könnt, ist hier jetzt so ein Tor. Und ich gehe durch. Im Hintergrund hört man noch ein bisschen den Handwerker. Dort habe ich übrigens mein Auto abstellen dürfen. Hier ging gerade eine Mutter mit ihrem Kind. Also ist jetzt hier auf den ihrem Hof und Gelände. Und ich fragte, ob diese Straße hier öffentlich oder privat wäre. Und da sagt sie, nein, es ist privat, was ich denn machen wollte. Also auf Englisch natürlich alles. Und ich sag, und dann fragte sie, ob ich you gonna fishing or what do you do? Und ich sagte ihr, nee, ich möchte nicht angeln, ich möchte mir nur die Natur ein bisschen angucken und wäre natürlich am liebsten mit dem Auto hier reingefahren und hätte dann auch direkt hier übernachtet. War mir jetzt aber ein bisschen dreist. Und da sagte sie nur, ja, dann genieß den Tag. Kannst du das Auto gerne hier bei uns auf dem Hof stehen lassen und schau dir unsere Gegend an, also unser Land. Ne? Weil das ist jetzt alles Privatgrundstück hier. Und ich finde schon, dass das unheimlich herzlich ist, dass die mir hier einfach sagen, ja, fühl dich wie zu Hause und enjoy it, genieß es. Geht mal zu unseren Durchschnitts-Großgrundbesitzern und sagt, hey, kann ich ein bisschen auf deinem Privatgrund spazieren gehen und mir die Gegend angucken? Was würden die meisten wohl sagen? Genau das. Das ist echt Norwegen. Kein Tourismus, sondern einfach nur Natur pur. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich hier durch die Tore auch durchgehen soll. Aber die Einladung schien mir so. Ja, ich bin jetzt mal durchs Tor durch. Bleib mal so 10 Meter später jetzt hier stehen kurz. Wenn jemand was dagegen haben sollte, wird vielleicht jemand rufen, denke ich. Und wenn nicht, dann ist wohl alles gut. Und dann gehe ich nämlich ein bisschen in die Richtung. Was einen hier natürlich nicht stören darf, es riecht recht streng nach Schaf. Und ich habe wahrscheinlich nachher auch diese ganzen Schafköttel hier irgendwo an eine Schuhe kleben. Aber auch das gehört dazu. Dafür ist es hier ein ganz exklusiver Bereich, den der normale Norwegen-Tourist wahrscheinlich nie zu sehen bekommt. Weil wie wahrscheinlich ist es, dass er die Leute dann auch gerade so trifft und fragt, ob man hier mal auf das Privatgrundstück darf. Ich bewege mich jetzt gerade mal ein bisschen langsamer,
weil ich die Schafe hier auch nicht scheuchen will, die hier teilweise sitzen. So wie hier links am Rand. Und wenn da irgendwo ein Bock zwischen ist, die sind ja manchmal auch ganz schön biestig. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber schaut euch das mal an hier. Ja, die ersten Schafe laufen schon hinter mir her. Finde ich nicht so witzig. Seht ihr das? Ich will mich nicht zu weit drehen. Vielleicht wollen sie auch Anlauf nehmen, wer weiß. Ja, so sieht auf jeden Fall dieser Bereich hier aus. Hier werde ich mich jetzt ein bisschen niederlassen und das Ganze genießen. Ein Traum. Freundlichkeit ist manchmal noch was wert. Gut, dass die Schutzfolie auf dem Display der Kamera ist. Sie ist mir gerade hier in die Steine gefallen und die Folie ist jetzt total zerkratzt. Naja, kann auch passieren. Das erste Mal nicht die Schlaufe um Handgelenk, die an der Kamera dran ist. Und schon passiert's. Wenn man sich das hier so anschaut, haben die im Grunde sogar ihren kleinen eigenen Sandstrand hier. Schon beneidenswert. Passend zum privaten Strand. Eine Wasserrutsche. Ein Außengrill mit Sitzterrasse und Schwimminsel. So, lange genug rumgegammelt. Wie ich vorhin ja schon mal sagte, meinem Magen geht es nicht ganz so gut. Und ich sollte mal langsam zurück, weil ich glaube, ich eine Toilette benötige. Wieder an den neugierigen Schafen vorbei, die mir vorhin auch gefolgt sind. Und ein anderer Teil geht jetzt vorher. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Hier kann man sich schön die Schuhe auch noch eben sauber machen. Dann stinkt auch nicht das ganze Auto nach Schafköttel. So, jetzt habe ich mich gerade beim Angler ein bisschen hier unterhalten. Und der sagte mir, dass auch hier an den Flüssen und so eine Angelkarte benutzt werden muss. Und die Routen auch desinfiziert sein müssen. Wahrscheinlich nicht wegen Corona, sondern um irgendwelche Tierseuchen zu vermeiden. Ich wollte hier eigentlich nur ein schönes Päuschen machen, aber wie das so ist, wenn ich irgendwas sehe, ich quatsche die Leute halt immer an. Der eine findet es nervig, der andere findet es gut. Ich gehöre zu zweiter Kategorie. Deswegen bin ich auch immer irgendwo mit jemandem im Gespräch. Was in der Regel nicht von Nachteil ist. Was man sich gar nicht vorstellen kann, dass ich nur wenige Meter von der Schnellstraße hier entfernt bin und trotzdem mitten in der Natur so schön stehe. Und von hier auch jetzt Wege im Grunde da hochführen. Klasse. Und hier sind offizielle Angelplätze auch. Das ist ja hier mit diesen Schildern immer gekennzeichnet. Das zeige ich euch gleich nochmal. Ja, wie man hier erkennen kann, ich laufe im Grunde schon so ein bisschen durch dieses Wasser immer. Aber das ist so ein klasse Platz hier. Ja gut, mit den Insekten muss man zurechtkommen. Aber ansonsten wunderschön. Ganz gut erkennen kann, aber ich gehe hier auf diesen Algen, teilweise getrocknet, aber die sind so schmierig. Um diesen Blick zu haben. Das sind die Schilder, die zu den Angelplätzen hier den richtigen Weg führen.
Und wenn man vorher aufpasst, sieht man auch, dass es einen Trampelpfad oberhalb gibt. Da muss man nicht über diese glitschigen Steine. Den werde ich gleich nutzen. Aber der Weg hat sich gelohnt. Man hat hier wieder eine herrliche Fernsicht. Was heißt Fernsicht? Aber ihr wisst, was ich meine. Da hinten steht ein Angler mitten im Fluss. Ich zoome mal ein bisschen. So sollte man ihn schon erkennen können. Mit dem habe ich gerade gequatscht, wir. Das war der, was ich vorhin erwähnt habe. Nette Zeitgenossen hier. Wie bisher alle. Das ist doch mal wieder typisch norwegisch. Über Land. Und ein Fluss. Und Gebirge. Und wunderbar. Ich habe hier noch mal Halt gemacht. Um das Panorama und auch den Fluss noch mal genau anzuschauen, weil das ist zwischendurch so schön mit diesen ganzen Felsen, die man da sieht. Ich kraxle mal hier so ein bisschen runter und zeige euch das. Das meinte ich vorhin. Mit diesen ganzen Felsen da im Wasser. Zwischendurch wesentlich größere noch. Man kann halt nur nicht immer anhalten. Aber es strahlt sowas Ruhiges und Schönes immer aus, dass ich dann doch auch wieder zwischendurch anhalte. Bin ja auch nicht auf der Flucht, auch wenn ich mehr oder weniger ein Ziel habe, geht es ja doch um den Genuss. Aber über Land sind auch die Fahrten hier ein Genuss, muss ich echt sagen. Ich habe ihn gefunden, meinen ersten kleinen Wasserfall. Kurz vorher war auch schon einer, da konnte ich aber nicht halten. Daher genieße ich das gerade umso mehr. Es sind fast 25 Grad. Ich sitze jetzt hier im Schatten. Und das Geplätscher hier, sehr, sehr schön. Auch eine angenehme Kühle, die hier so hochkommt. Erstmal der Blick wieder hier über diesen Wahnsinnsfluss. Im Hintergrund auch natürlich wieder Berge. Einmal Richtung Sonne, damit es schön blendet. Und dann hier wieder der weitere Flussverlauf. Und ich selber befinde mich gerade auf Norwegens ältester Steinbrücke, die ich euch gleich natürlich von der Seite auch noch einmal zeigen werde. Aber erstmal bin ich fasziniert von allem anderen hier. Die Brücke ist mir als erstes ins Auge gestochen, gar keine Frage. Aber der Rest ist ja auch super. Aber auch der Blick hier gegenüber darf natürlich nicht fehlen. Hier sind zwei kleine Häuschen und das war's. Hier unten sieht man sogar die Fische von Schatten zu Schatten flitzen. Und gar nicht mal so klein. Hier steht sogar noch mal extra erklärt. Nordeuropas längste und am besten erhaltene Steinbogenbrücke. In der Region Dalarne gibt es zahlreiche altehrwürdige Brücken, die heute keine andere Aufgabe mehr haben, als das Auge der Betrachter zu erfreuen. Das tun sie auf jeden Fall. Eines dieser Bauwerke ist Terland Klopp. Da bin ich gerade. Und zwar ist das Ganze 60 Meter lang, 1 bis 2 Meter breit und gebaut 1896 bis 1898. So viel nur noch mal dazu. Vielleicht füge ich auch ein Foto ein. Aber sowas vergesse ich gerne mal. So Leute, mal Butter bei die Fische. Ich bin jetzt 30 Minuten unterwegs und habe 8 Kilometer geschafft. Ja,
So viel dazu. Also das ist so beeindruckend. Und ich sage das ja tausendmal in diesen Videos, aber ich kann hier nicht schneller als 30, 40 km/h fahren, wenn nicht gerade jemand hinter mir ist, und muss auch dauernd stehen bleiben. Das klingt immer wie eine Entschuldigung, soll es gar nicht sein, aber ich kann es nicht anders erklären. Was meint ihr dazu, wenn man das so sieht? Könntet ihr einfach die ganze Zeit stumpf weiterfahren, um von A nach B zu kommen? Doch wahrscheinlich auch nicht, oder? Und das Schlimme ist, diese Straße geht noch 63 Kilometer so weiter. Also durch so eine Landschaft. Da kann man doch gar nicht viel mehr als 35 fahren. Hier sieht man normalerweise das Wasser runterlaufen. Man sieht noch die Stellen, wo es so nass tröpfelt, aber mehr auch nicht. Also meine Wasserfälle, die ich unbedingt will im Grunde. Und hier sieht man, wie das Wasser läuft. Dort vorne ist das Flussbett, ja, im Grunde von links der Stallwand bis rechts zur Straße von der Breite. Und es ist mehr oder weniger komplett trocken. Also das, was, sag mal, unser Teil des Landes zu viel an Regen kriegt, ist in Norwegen dieses Jahr wirklich viel zu trocken. Hier war so ein schöner Abzweig zur Feed Ski Arena. Den bin ich erstmal reingefahren, weil Ski Arena hört sich erstmal gut an, wird aber jetzt bei 24 Grad definitiv geschlossen sein. Aber ist bestimmt ein schönes Fleckchen, wo man mal gucken kann. Ah, die Idee hatte noch jemand. Aber auch nur einer. Hier ist das Flussbett so trocken, dass hier in diesem kleinen Bereich die Fische so im Grunde zu fangen sind. Hier bin ich jetzt an diesem Skigebiet angekommen. Parken würde hier theoretisch 50 Kronen bis 400 Kronen kosten, je nachdem. Und hier geht's rein zur das ist eine Werbung für eine Bank hier. Kvinesdal Sparebank. Gott, da ist jetzt nicht so mit am Hut. Aber, oh, hier wird es gleich deutlich kühler. Schön. Tolle Akustik. Ja, sehr verlassen hier. Aber das macht mir ja gar nichts. Mal hochgehen, wie da die Aussicht ist. Ja, beeindruckend. Das ist ja hier wie bei diesen Triathlon-Meisterschaften. Dann liegen die hier zum Schießen. Habe ich in Natur auch noch nie gesehen. Also in den, ja, in Real. Hier auf der Brücke. Die hat man ja gerade von unten schon gesehen. Ich weiß nicht, ob es da noch eine Aussicht gibt, wenn man hier steht. Nee, nichts weiter. Okay. Dann laufen die hier ihre Runden und kommen hier zum Schießen hin. Man hört hier aber aus dem Wald Stimmen. Also da sind noch welche unterwegs. Klar, hier stand ja auch ein Auto noch, aber die sind nicht so weit weg. Wenn man überlegt, vor 4 Stunden hat man die Hand vor Augen nicht gesehen. Es waren nur 10 Grad oder 11. Jetzt sind es zwischen 24 und 25. Es schwankt immer so ein bisschen. Und Topwetter. Schon fast zu gut. Aber man soll ja nicht klagen. Wenn die Brücken so eng sind, dass ihr im ersten Gang langsam rüberfahrt, oder um erstmal reinzukommen. Und dann sieht das so aus. Und zwar nur, weil ich gesehen habe, dass es da drüben so ein bisschen an der Seite zu parken geht. Rechts abbiegen. Ach, in die Straße Selan. Ist privat. Ja gut, dann
gucke ich halt, dass ich rechts irgendwo parke. Da wird's schon gehen. Ja, hier ist eine Lücke. Da stelle ich mich hin. Ich habe nämlich hier gerade wieder so schöne Ecken gesehen. Das muss ich doch mal richtig zeigen hier. Erstmal so ein kleiner Schwenk entlang des ganzen Felsens. Um dann ganz schnell, zack, da wieder hinzukommen, wo eigentlich bei genug Feuchtigkeit ein herrlicher Wasserfall wäre. Ich bin froh, dass es nicht die ganze Zeit regnet. Aber einen so einen kräftigen Wasserfall hätte ich mir schon gewünscht. Immer wenn ihr so eine Brücke seht, fahrt rein. Entschuldigt für den scharfen Ton, aber ich bin gerade so, ja, ein wenig hektisch gewesen, dass ich hier schnell rein wollte. Das flasht mich hier total weg. Ja, da über die Brücke Dorager Bro von 1919 bin ich ja gerade drüber gekommen und hatte kurz vorher erst gesehen, dass da so ein schöner Wassersturz ist. Und den schaue ich mir jetzt an, weil direkt danach war ein Parkplatz. Aber wie ihr sehen könnt, geht es hier deftig runter, da muss ich beide Hände haben. Also bis gleich. Ich gehe jetzt erstmal hier unter die Brücke, um euch zu zeigen, von wo letztendlich das Wasser kommt. Ach, da kann man auch zu einer Aussichtsplattform. Das ist ja genial. Ich mach mal ein bisschen flotter. So. Von hier wird der See entleert. Und da drüben wird er befüllt. Ist das nicht super schön? Genau sowas will ich sehen. So. Und da ich jetzt so hoch geparkt habe vorhin, stehe ich auch ziemlich schlecht. Ich glaube mehr oder weniger über zwei Parkplätze. Deswegen gehe ich jetzt mal eben hier wieder zurück, um euch das andere natürlich auch noch zu zeigen. Aber das ist doch mal beeindruckend. Und hier nimmt es dann letztendlich so seinen Lauf. Durch diese Wahnsinnsschlucht. Dieses schöne Fleckchen mit dem Wasserfall gerade war übrigens kurz vor Siedalsweien, so 8 Kilometer. Wenn man die Brücke googelt, den Namen habe ich ja gerade genannt, findet man auch den Ort passend dazu. Nur falls ihr mal wissen wollt, wo das so rein von der Lage ist. Ich glaube, hier stehe ich erstmal ganz gut, um mir die Beine zu vertreten und was zu essen. Erstmal hier auf die norwegische Schönheit einen Blick werfen. Und dann das Drumherum. Wenn es hier nicht so schief wäre zum Parken, würde ich die Nacht hier bleiben. Ich wollte mal immer irgendwo stehen, wo nichts ist. Und ich stehe genau da, wo nichts ist, außer Schafe. Ist das nicht genial? Ja, liebe Leute, ich muss sagen, das war's für heute mit der Tour. Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Das ist so ein tolles Plätzchen. Hier kommen zwar ab und zu noch ein, zwei Autos vorbei, aber ich denke mal, dass das nachts auch erledigt sein wird. Ich stehe so gut hier und würde sagen, das war's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Markus.